Ja. Das reicht nicht. So schwimmst du einfach nur aufs andere Ufer und entkräftet. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Ich habe 9 Lebenspunkte. Kannst du dich erstmal festhalten am Rand? Du bist nicht ganz sicher, ob der Urwald, der Dschungel schon wieder sicher ist. Irgendwo dort müssten noch die Treuzacker umherlaufen. Es könnte sein, ein einziger Hieb, den du nicht hindurchtauchst mit einer barbaren Streitaxt, der dir deinen Kopf kostet. So verharrst du ja einfach nur still abgetarnt. Derweil Abemir. Du stehst wie die anderen irgendwo in einer fremden Dimension. Spiegel um dich herum. Ein gewaltiges Kabinett an Spiegeln. Du siehst dich selbst. Teilweise sind die Spiegel zerbrochen und du bist ebenso kaputt. Dein Bauch klafft offen dort, wo der Spiegel zerbrochen ist, nur dass du blutest. Was tust du? Ich würde mir erstmal meinen Rucksack vom Rücken nehmen, dort herumkramen und bis ich schließlich meinen Heiltrank, den ich mitgenommen hatte, zu mir nehmen, finde und zu mir nehmen kann. Es war eigentlich der Heiltrank C, Stufe C, das bringt mir 2W6 plus 4. Du, ernsthaft, du magst Canalzidianer-Stuff nicht, aber trinkst die Das ist guten. nicht von Canalizianer. Deswegen, aber trinkst die guten hier Alurez Mangrove-Falltränke? Nein, die sind von meinem Meister. Alurez Mangrove, sage ich doch. Du bekommst Astralpunkte wieder. Du fühlst dich nicht besser. Aber die Sphären hier scheinen nach dir zu greifen. Du bekommst 10 ASP zurück. Auch wenn er beschriftet ist mit einem Heiltrank. Verdammt. Ich würde mich dann erstmal umschauen nach Feinden. Ich weiß nicht, wo ich mich finde, aber nicht auf freundlich gesinntem Gebiet, vermutlich. Ein Spiegelkabinett, so wie du es auf einem Jahrmarkt in Kuslik oder so etwas kennst. Der einzige Feind, den du siehst, das bist du selbst. Ich versuche gezielt nicht ins Spiel zu gucken. Gelingt mir das? Kannst nach unten auf den Boden gucken. Gut, dann würde ich vielleicht schräg 45 Grad vor mir runtergucken. Also, ja. Und mich mal die Augen schließen und mal mich auf meine Umgebung mit Hören zu konzentrieren, versuchen. Als du die Augen schließt, kannst du vor dir Zulamin, Mafim und Yalan erkennen. Aber sie sind unendlich weit weg. Du gehst einen Schritt auf sie zu und dann sind sie da. Mafim? Bist du das wirklich? Ja, hat er euch auch erwischt? Warte, was sagte ich damals an der dunklen Pyramide? Du weißt schon, als wir uns das erste Mal trafen, als wir durch den Dschungel liefen. Naja, dass ihr hier so nicht sterben wollt. Ach, ihr seid es wirklich. Habt ihr etwas gesehen? Die Bibliothek. Aber ich glaube, sie weist uns zurück, weil wir nicht hergekommen sind, um nach Wissen zu suchen. Aber können wir uns sicher sein, dass er wirklich Abelmir ist? Fragt mich etwas. Aber was ist, wenn du die Gedanken von Abelmir genommen hast und jetzt so tust, als wärst du Abelmir? Bekommen Es wir nicht wäre weiter. ein Trick, den er, ja, dann zeigt irgendwie grob nach oben, sich ausdenken würde. So kommen wir nicht weiter. Würde es euch helfen, wenn ich sagen würde, ihr seid ein Arsch? Tatsächlich. Ihr Naja, seid fast wo so der schlimm wie Mann halt. Hauswolf. Oh. Nun, ich will nicht sagen, ich glaube euch, aber ich fürchte, wir haben keine weitere Wahl. Gehen wir da jetzt hin? Ja, hier bleiben ist doch keine Option, oder? Und dann gehen wir da jetzt hin. Ich glaube, Habt ihr eine Idee? die Tore sehen verschlossen aus. Habt ihr eine Idee, Abelmir? Soll ich würfeln auf Dämonologie, Magiekunde oder? Götter und Flöte. Okay. Das Götter kann ich und auch würfeln. Also das kann ich auch würfeln. Kann ich auch würfeln. Ihr habt nie gefragt. Ja, weil es sich wie ein Rollenspiel, nicht wie eine Würfelszene Ich wollte angefühlt sagen, ich wollte hat. eigentlich nicht die, darf ich für einen Hinweis bei eine Probe würfeln, Line ziehen, aber wenn Ari das jetzt macht, dann können wir alle. Aber 0 Punkte. Das sind 7 Punkte erleichtert, weil ich entrückt bin. Ah ja, stimmt. Ich bin auch drin. 2 Punkte erleichtert. Das ewige Labyrinth.
Hier gibt es keine Feinde. Hier gibt es keine Wärter. Hier wird man einfach nur wahnsinnig. Aber es muss trotzdem Bibliothekare geben. Man könnte sie einfach fragen. Glaube ich, dass wir uns in Gnaf-Kaor befinden? Der Schlüssel zu Gnaf-Kaor, eine Spiegeldimension, eine Globule, es könnte alles sein. Ich weiß nicht, wo wir sind. Wir müssen vorwärts. Ich denke, was uns fehlt, ist ein roter Faden. Man geht nicht in eine Bibliothek, um sie zu besichtigen, sondern man geht in eine Bibliothek, um etwas zu recherchieren. Die heilige Lechmin sagt, gesegnet sind die Unwissenden. Denn ein offener Verstand ist wie eine Festung, deren Tore nicht verschlossen sind und nicht bewacht werden. Wir sollten nicht versuchen, diesen Ort zu verstehen, nur hindurchzukommen. In diesem Fall würde ich euch sogar recht geben. Nun, wir haben bereits versucht, hindurchzukommen, aber... Lasst es uns noch einmal versuchen, wenn ihr meint. Wart ihr schon einmal im Limbus? Vielleicht ist die Reise ähnlich. Man muss sich vorstellen, dass man sich bewegt. Im Geiste. Ihr sagt mir also, man muss es wollen. Ja, stellt euch vor, euer Geist befiehlt euren Körper, sich zu bewegen. Und der Körper bewegt sich. Es ist nur eine Theorie. Aber woher weiß ich, wohin ich mich bewegen wollen soll, wenn ich nicht weiß, wo der Ausgang ist? Bewegt euch einfach in die Richtung, die ihr wollt. Ein Ziel ist gut wie das andere. Gut, ich will dorthin. Dann marschiert Jarlan voran. Nicht körperlich. Geistig. Er ist auf jeden Fall gewillt. Ich glaube nicht, dass Jarlan in der Lage ist, diese Trennung zu vollführen. Auf ihm schaut die beiden verbleibenden. Komme ich irgendwo hin oder stehe ich jetzt so 10 Meter vor den anderen und laufe die Rolltreppe hoch? Wohin möchtest du? Zur Bibliothek? Ja, die nächstbeste Landmarke wird vermutlich diese sein. Gehst und gehst und gehst. Als du dich umdrehst, sind die anderen weit weg. Aber die Bibliothek auch noch? Ja. Dann setze ich mich hin und warte auf die anderen. Sehen wir, dass Jarlan sich fortbewegt hat, oder? Ja. Viel zu schnell. Dann würde ich mich mal konzentrieren und mir vorstellen, dass ich dorthin schwebe, ohne mich zu bewegen. Wir sollten zusammenbleiben. Komm, Rafim. Ja, ihr habt nicht Unrecht. Ja, man würde zu Lamins Hand greifen und sich dann auch vorstellen, da anzukommen. Ihr reist eine Zeit durch das Labyrinth. Wie lange es dauert, wisst ihr nicht. Aber dann irgendwann steht ihr vor einem großen, geschlossenen Tor aus Gold. Und davor könnt ihr eine gewandete Person erkennen, einen Magus mit Hörnern auf seinem... Es sieht fast aus wie eine Widderhornkappe, aber es sind Hörner aus Kristall, die aus seinem Kopf herauswachsen. Und weitere Hörner, die aus seiner Robe herausragen, während er sich umdreht, könnt ihr eine gewundene Wirbelsäule erkennen, die er als Stab in der Hand hält und darauf ein Kristall. Er blickt euch aus todlosen blauen Augen an. Ein leichter Violettstich liegt auf ihm und seiner pastellfarbenen Haut. Willkommen. Ihr seid also der Wachmann? Man kann es so sagen, aber das ist nicht mein Name. Können wir eintreten? Wenn ihr wahnsinnig werden wollt, tretet ein. Und wenn nicht? Dann sterbt, wo ihr seid. Das ist keine Wahl. Ihr habt hier keine Wahl. Alles ist vorherbestimmt. Im Schicksalsrat. Kommt. Hier können wir nicht bleiben. Wenn alles vorherbestimmt ist, dann tritt allerdings keiner dieser beiden Varianten ein. Denn ich sah das Ende und es war nicht hier. Du merkst,
wie dich die Kreatur anblickt und in der Mitte reißt. Ihren Spiegel, der in der Mitte kaputt geht. Leicht verschoben steht er weiter dort und guckt dich aus seinen Augen an. Was sagst du? Das Ende. Es ist nah und unausweichlich. Aber es ist nicht hier. Nicht meines, jedenfalls. Das kannst du nicht wissen. Das Schicksal liegt in unserer Hand. Das Schicksal ist vorherbestimmt. Es liegt in niemandes Hand. Woran denkst du? Welche Zukunft kennst du? An den Sedamgrund. An die Seeadler. An mein Ende. Über dir bürst der Himmel. Du kannst sehen, wie der graue, wabernde Teppich dort oben, die Höhle, die Kaverne, weitere Risse bekommt. Unmöglich. Erzählt mir nichts von Möglichkeiten. Ihr solltet euch nicht mit einem gehörnten Dämon aus dieser Domäne unterhalten. Und nichtsdestotrotz lügt er mich an und dreist noch dazu. Ignoriert ihn einfach, wenn es geht. Ja, Lanze Bürst in 1000 Teile und nur noch Spiegelscherben liegen dort, wo er einst stand. Ihr hört noch ein letztes leises Zetern, bevor er für immer vergeht. Ja, hat er sich gerade gerettet oder verdammt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat einen Ausweg gefunden. Ja, und er wäre... Er sprach die Wahrheit. Die Wahrheit ist das Gegenteil der Lüge. Alles hier ist Lüge. Aber Yalan wusste eine Wahrheit, die hier nicht bekannt ist. Es spielt keine Rolle, was er weiß. Ihr gehört uns. Auf ewig gefangen. Und jetzt tretet ein. Ja, aber Abelmir, was weiß ich, was die nicht wissen? Nun, wenn dies wirklich Gnafkawul ist, dann gibt es nichts, was sie nicht wissen. Ja, das war jetzt wenig hilfreich. Es ist mir bewusst, aber ich weiß nicht, wie wir uns hier rausbekommen. Dann lasst uns eintreten. Eine Möglichkeit kenne ich für dich, Morenes. Sie wurde dir eben bereits angeboten. Mich euch anzuschließen? Das ist keine... Korrekt. Das ist keine Möglichkeit. Ich verkaufe meine Seele nicht so billig. Derweil, Yalan, du tauchst wieder auf der Pyramide. Luft. Endlich wieder Luft atmen. Du weißt nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist, aber unter dir kannst du neuen Schlachtenlärm hören. Du siehst, wie Vorlob von Faldahon, der Oberst Magus, unten an der Pyramide steht. Alles ist weiter eingefroren. Er betrachtet die Kämpfe weiter. Du siehst die Sonnenlegionäre, die er auseinandergeschoben hat. Und die Bannstrahler, die gegen die Rote Legion kämpften. Traios. Bult. Du kannst dich bewegen. Schreite ich die Treppe hinab. Und relativ unzeremoniell werde ich, glaube ich, den Mann einfach packen. Und erstmal zu Boden werfen. Aus dem angenommenen Kreis des Zaubers heraus. Er stolpert nach vorne und stürzt aus dem Kreis. Ihr. Ich habe euch doch gesagt, dass ein Magier die Rechtschaffenden nicht halten kann. Was tust nicht du hier? Immer. Du solltest tot sein. Eure billigen Hexereien bringen euch gar nichts. Denn jetzt ist euer Ende gekommen. Legionäre! Armbrüste! Unbeeindruckt davon erhebe ich meinen Streitkolben und lasse ihn auf ihn hinniederfahren. Brüllt noch einmal ein letztes Mal. Manning! Du schlägst zu. Er kann parieren. Six Semper Hereticus. Schauen wir mal nach. Er hat eine Stabparade. Du hast deinen Streitkolbenangriff. Einen Auswürfel möchtest legen wir da schon mal eine 5 oder 6 auf Mitte rein, oder? Ja, mach mal. Okay, dann er liegt am Boden. Das ist nochmal eine 3 Erleichterung. Und die für eine 3er Schwernis, für die Parade? Also seine Parade, ja,
wäre auf alle Fälle gelungen, aber mit der 1, 11, alles klar. Ja, da, wir reden gar nicht über Schaden. Doppelter Schaden, okay. Doch, der würfel mal bitte aus. Doppelter Ehrlich? Schaden, halbe okay. Parade, dann ist das auf alle Fälle. Ja, natürlich, Crits werden immer. Oh. Okay, 14 verdoppelt, Zone. 28, eine Zusatzwunde. Möchtest du eine Zone, oder? Ja, mach mal. Brust, sehr gut. Das ist nur der Ton so, naja, gut. Zusatzschaden. 3W6. Wie viele Wunden hat er? Ah, 3, okay. Ja. Das geht sogar mit nur 5. Nichtsdestotrotz bedeuten 3 Wunden, die... Er kann wieder stehen, wenn er möchte. Nee, er ist tot. So ergeht es allen, die gegen die Götter hantieren. Du siehst, wie sich dein Streitkolben mit dem Blut, mit dem gerechten Blut des Ketzers besudelt, in deiner Hand liegt. Und der Stab, den er eben in seiner Hand hatte, mit dem er parieren wollte, oder ist ihn einfach beiseite geschoben, pocht weiter mit seinem Kristall. Schlage ich als nächstes auf den ein. Das war in der Vergangenheit immer nicht so gesund für mich, aber dies ist Magie. Magie ist Praios zuwider, also muss sie vernichtet werden. Ist zerbürst. Und wie aus einem Albtraum kannst du sehen, wie die Legionäre sich wieder anfangen zu bewegen. Sowohl die Kamortgarde, die Rote Legion, als auch die Sonnenlegion. Und dann zerbirst es weiter, du hörst das Brechen von Spiegeln. Und du kannst, wenn du dich umblickst, wieder erkennen, wie Raphim, Abelmir, Zulami dort wieder auftauchen. Voltax ist dort auch irgendwo. Seht, die Rechtschaffenen triumphieren. Jetzt hinauf mit euch und werft sie von diesem Haufen runter. Ja, Lan, scheiße, wunderbar, war Zeit. Wir können hier unmöglich Hilfe gebrauchen. Komm her, Diamantis. Erhebe dich und erfülle dein Schicksal. Diamantis hält sich. Und dann kniet sich nieder und reicht in die Hand, wenn er auf ihn zuschwimmt. Ich bin auf der anderen Seite, halte mich noch am Beckenrand fest, ziehe eine Fiole von meinem Gürtel, die im Morast gewickelt ist, einige Algen, die umher sind, die wischt er einfach weg, korkt den Trank auf und kippt die Fiole runter. Danach nimmt er dann ein paar kräftige Züge, lässt die Fiole einfach auf den Grund dieses Morastes senken und schwimmt Jalan hinüber. Er zieht dich mit seiner gesunden Hand aus dem Wasser. Und dann hinauf die Treppe. Säubert diesen Ort von allem, was unrecht ist. Holzacker sind verloren. Die Bandstrahler, die sind durchgeknallt. Die greifen alles an, was sich bewegt. Nur der Bußfertige wird in seinem Licht bestehen. Nun geht. Ja, dann selbst, wenn du anfängst loszulaufen, geht nicht mit, sondern wendet sich tatsächlich an den Bandstrahler und tritt auf dich zu. Ja, ausgezeichnet. Achtet er gar nicht mehr. Jalan, das läuft einfach hoch. Denkt, du bist schon hinter ihm. Aber mir, du bist auch an der Stelle wieder aufgetaucht, wo Jalan eben gerade zu dir gekommen ist. Diamantes. Ich sehe ja Diamantes an mir vorbeilaufen, guck mich noch um, sehe die Bandstrahler und laufe Diamantes hinterher. Also gut. Dann tauscht einen Blick mit Raphim. Wir sind zurück. Fahr, bevor es zu spät ist. Tötet sie alle. Und Raphim würde zwischen die beiden Sonnenlegionäre marschieren. Boah, Zulamin in die gleiche Richtung. So, könnt ihr schlachten um euch herum, das Geklirre von Schwertern der Sonnenlegion, die Kamortgarde. Du kannst noch die Sonnenlegionäre leicht auf die nächste Plattform stoßen, straucheln, machst dir deinen Platz und durchbrichst die Schilde der Kamortgarde. Als du oben auf dem Plateau ankommst und den Siebenkreis sehen kannst, siehst du in seiner Mitte eine geweihte, gewaltige Katze. Es ist nicht ein Zand, es ist kein Panther. Ein Ding, eine Mischung aus Tiger, die Streifen, rot wie Blut, eingetrocknet, schmutzig rotbraun. Ein Löwe, ein Tiger, silbrig-graues Fell mit leuchtend gelben Augen und 7 Hörnern. Zurück in die Niederhölle, aus der du gekommen bist, Dämon. Tötet es. Ihr könnt mit eurer einfach gewaltigen Kraft von Raphim
den grazilen Schwerttänzen von Zulamin, vor allem die Kamortgarde weiter nach oben aufs Plateau treiben, die weiter zurückweichen. Und dort habt ihr etwas mehr Platz, sodass ihr dort nebeneinander stehen könnt. Einer der Kamortgardisten stürzt noch die Pyramide ein weiteres Mal nach unten und dann könnt ihr sehen, wie Abelmir neben euch auftaucht. Zu viert. Boltax fehlt, ihr wisst nicht genau, wo dieser ist, und auch Jalan fehlt, aber ihr steht oben zu viert auf der Plattform, gemeinsam mit einem weiteren Sonnenlegionär. Vor euch immer noch die Katze. Durch euren gewaltigen Druck, vor allem von Rafim aufgebaut, stauchelt einer der Kamortgardisten in den Kreis. Und ihr könnt sehen, wie er die Zeichen verwischt. Nein! Wir hören schreien von hinten. Jala, derweil du. Vor dir die Bandstrahler, die dich mit ihren Helmen teilweise rot gefärbt anblicken, einige Armbrustbolzen, die noch in ihren Rüstungszeilen stecken, teilweise verbeult oder aber bewachsen, rostig von Maraskan selbst, einige Jagdgraswunden, die du noch erkennen kannst. Was sagst du zu ihnen? Stalter Praios, haltet ein! Seht! Vor euch steht der letzte lebende Vertraute eures eigentlichen Herrn, eures wahren Herrn, Albuin Invictus. Ihr seid Männern gefolgt, die ihr für gut und gerecht haltet. Und diese haben euch für ihre Zwecke missbraucht und verraten, haben euch zu unrechten Sachen angestiftet. Nun, Sünden ist menschlich. Und Praios, genau wie ich es bin, ist gnädig. Trete nun also der von euch vor, der mich nicht für seinen rechtmäßigen Herrn hält, und strecke mich nieder. Erland wirft seine Waffen fort, wirft sein Schild fort und breitet die Arme aus und wartet darauf, dass jemand vortritt und ihm ein Ende bereitet. Ordo Arania! Klopft sich einer derjenigen, der gerade den letzten Legionär in den Fluss gestoßen hat, und steckte sein Schwert entgegen. Die goldene Rüstung ist noch an, der darf uns erstmal eine Mutprobe Schwert um 4 ablegen. 12, eine Mutprobe Schwert um was? 4? Schwert um 4. Beil Entrückung. Ja. Wie gesagt, er hält ihr das Schwert entgegen, dreht sich dann um, schüttelt mit dem Kopf. Wir töten ihre Legionäre. Zu euch kommen wir später. Ich werde warten. Und dann brechen sie ihren Sturmangriff hier an dieser Stelle ab und schließen sich dem Massaker im Wald an. Du kannst noch sehen, wie es um euch herum, der ganze Wald, der ganze Urwald, der Dschungel, erbebt, abseits des Kanals, der sich trotzdem mittlerweile rot gefärbt hat. Das Blut der Trollzacker, was irgendwo über die matschigen Stufen dort hineinfließt, und auch die Kämpfe, die weiter unten im Süden von euch stattfinden, wo sich ein weiterer Schauplatz der Roten Legion und der Bandstrahle gebildet hat. Und mit einem unguten Gefühl, einem Ziehen in deinem Magen, kannst du dich noch einmal umdrehen. Du spürst eine Präsenz dort oben auf der Pyramide. Er ist nicht nur gnädig, er ist auch geduldig. Ihr könnt warten, sagt er, als er die Pyramide erklimmt.